Hi Vanessa. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich dich liebe, wäre meine Antwort ja. Denn ich hatte noch nie eine so schöne Beziehung. Die Zeilen klingen nach Liebe und Sehnsucht. Handgeschrieben. Über mehrere Seiten. Doch die Briefe sind nicht von Vanessas Liebhaber. Sie sind von dem Mann, der ihr Leben für immer verändert hat. Ich strebe immer nach diesem Warum, die Frage, warum ist etwas? Und es ist sehr unbefriedigend für mich, diese ehrliche Antwort nie zu erhalten wahrscheinlich. Ich glaube aber, es kommt immer diese Hoffnung. Es ist immer diese Hoffnung, es darin zu erfahren. Und vielleicht auch das Gefühl der Ehrlichkeit. Jetzt ist er ehrlich, jetzt hat er mir das Warum gesagt. Er erzählt ja, es ist nicht aus Eifersucht passiert. Warum hast du es gemacht? Vanessas halbes Gesicht ist weggeätzt. Auf einem Auge ist sie fast blind. Ihr ehemaliger Freund hat sie mit Säure überschüttet. Inzwischen sitzt er zwar hinter Gittern, ist mit seinen Briefen aber immer präsent. Regelmäßig schreibt er Vanessa aus dem Gefängnis. Es ist doch traurig, was wir beide für einen Lebensweg gehen müssen. Doch jetzt machen wir das Beste draus. Du mit OPs und ich mit Sport und Ausbildung, Schulabschlüssen sowie ein Fernsemester. Es ist ein ganz großes Verspotten, was er hier tut. Und mir zu sagen, ich liebe dich noch, ich möchte danach mit ihm, ob ich danach nochmal mit ihm zusammen sein könnte. Vanessa ist 26 Jahre alt, als der Anschlag geschieht. Es ist der 15. Februar 2016. Einen Tag zuvor hatte Vanessa die Beziehung beendet. Ja, ich bin mit meinem Hund rausgegangen. Und bin hier lang, da war ich in der Höhe von den Blumen, dann ist er rausgekommen. Für mich hat das sich wie Stunden angefühlt. Und dann hat er versucht, immer also um mich herum getänzelt. Der meinte, Vanessa, Vanessa, ich gehe sowieso ins Gefängnis. Und dann habe ich die Säure schon von links gespürt. Dann habe ich aufgeschrien, bin ein bisschen zusammengesackt, also habe dann halt geschrien und er ist weggelaufen. Ich wusste nicht, was es ist. Wenn jemand sagt, ich gehe sowieso ins Gefängnis und du hörst das 2 Sekunden vor und dann denkst du dir auch, oh Gott, was hat er vor? Wenn er sich jetzt da schon mit abgefunden hat, dass er ja sowieso in den Knast geht. Ja, das ist natürlich eine Schocksituation. Und dann, ich dachte wirklich, okay, jetzt habe ich was im Gesicht. Lass es Säure jetzt auch gewesen sein. An Säure habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ich komme jetzt krank aus, die waschen mich ab und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann wache ich auf. Vanessa hat noch Glück, dass um 5 Uhr morgens Nachbarin Michaela Rebke draußen ist, als der Unfall passiert. Sie ruft den Rettungsdienst. Ich hörte nur das Geschrei, ich war ja gerade nach Hause gekommen. Gab es eine Reaktion auf der Haut schon? Hast du gesehen? Ja. Wie hat das ausgesehen? Ja. Wie hat das gewirkt? Das hat, deine Haut wurde so ganz weiß. Ganz weiß. Diese Flüssigkeit selber hatte ich das Gefühl, dass die braun war. Oh, okay. Denn das konnte ich sehen, du hattest ja eine Kapuze auf. Ach ja? Eine Kapuze mit einem Fellrand. Genau, das ist meine Jacke gewesen. Ja, genau. Und da konnte ich das sehen, dass diese Flüssigkeit, die war dunkelbraun. Aber auf dem Gesicht konnte man richtig sehen, wie das immer weißer wurde. Es war, oh, okay. Es war fürchterlich. Glaube ich dir. Ich danke dir zutiefst, wirklich. Und du wolltest immer weglaufen. Ich wollte zur Arbeit. Du wolltest immer weglaufen. Ich hatte so eine Mühe, dich hier zu halten. Dass ja, du hast mir noch ein Handtuch gegeben, ich weiß. Schön da bleiben. Nicht, dass wir hier jetzt so eine Beißerei kriegen.
Für Vanessa ist es heute das erste Mal, dass sie an den Tatort zurückkehrt. Ach, ich freue mich einfach, dass es ihr so weit gut geht, in Anführungsstrichen gut geht, aber doch, dass sie sich gut gemacht hat und vor allen Dingen den Lebensmut nicht verloren hat. Das finde ich so wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das so gepackt hätte. Das finde ich toll. Aber ich bin froh, dass es danke, dir... Danke, Stadt, einmal im Arm. Ich danke dir vielmals. Dass es dir besser geht. Aber hast noch eine Menge vor dir, ne? Ja, aber komm, ich stehe hier wieder. Ja, das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Der Ort an sich ist nicht schlimm für mich. Weil ich den Ort mit der Tat, ich verbinde auch diesen Menschen den Morgen gar nicht mit ihm. Das ist nicht mein Daniel. Wird das auch nie sein. Anderthalb Jahre vor der Tat zieht Vanessa nach erfolgreicher Ausbildung von zu Hause aus. Die gelernte Kosmetikerin findet eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad und einem Balkon. Ein Jahr später lernt sie Daniel kennen. Das Glück scheint vollkommen. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander. Ich hatte ja diese erste eigene Wohnung, die ich geliebt habe. Egal, ob es jetzt wirklich eine Deluxe-Wohnung war. Es ist halt die erste eigene Wohnung, die hat man sich echt geleistet. Man hat dafür gearbeitet. Man wird endlich selbstständig. Und in gewisser Weise hat er mir ja das genommen. Meine Eltern haben mich gefragt, ob sie die Wohnung aufgeben können. Einfach auch wieder bei ihnen zu sein, die Unterstützung, nicht alleine zu sein. Die Angst war bei denen, dass ich suizidgefährdet bin danach. Nach der Tat liegt Vanessa einen Monat lang im Krankenhaus. 12 Tage davon im Koma. Die Liebe zwischen Vanessa und Daniel beginnt ein halbes Jahr vor der Tat in einem Internetchat. Beide sind Hundeliebhaber. Beide wurden als Kind adoptiert. Daniel ist attraktiv und fürsorglich. Schon nach wenigen Wochen ziehen sie zusammen. Am Anfang war das ein Traum, also auch ein Traummann. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Das war so wirklich puppenartig. Das hat alles gepasst. Er hat sich schleichend verändert. Er hat angefangen. Also war schon, ich glaube, 3-4 Monate war es wieder her. Und dann bin ich während eines Films, wir haben uns einen Film angemacht, und dann bin ich eingeschlafen auf dem Sofa. Und dann ist er schreiend aufgestanden und wütend runter und meinte, wie könnte ich denn einschlafen einfach so? Er würde doch Zeit mit mir verbringen. Also die Begründung ist schon sehr suspekt. Und du machst dir aber selber Vorwürfe. Also ich hab ja geschlafen, wache komplett verwirrt auf und denk mir, ja, ich wusste nicht, was falsch war. Weil eigentlich ist es ja so, ich kenne das auch nur so, wenn man mit seinem liebenden Partner auf dem Sofa einschlummert, hat man ja auch diese Zweisamkeit, dann wacht man auf, so. Fand er ja ganz schlimm. Also auch, und dann diese Ängste geschürt zu haben, was passiert, wenn ich einschlafe wieder? Das ist aber diese psychische Gewalt, die jetzt eine Rolle spielt. Da fing die Psyche an. Und wenn es dann um die Psyche geht, weiß man, versucht man immer selber, so wie ich, versuche immer den Fehler bei mir selber zu suchen. Bin ja auch nicht perfekt. Das junge Liebesglück entwickelt sich zu einem Albtraum. Daniel wird immer aggressiver und schließlich auch gewalttätig. Er tritt Vanessa die Treppe hinunter oder zieht sie an den Haaren hoch, erzählt sie. Erst später erfährt sie von zahlreichen Vorstrafen wegen Körperverletzung gegen seine Ex-Freundinnen. Es sind Kleinigkeiten, aber das hat schon viel ausgemacht, wo man wirklich psychisch labil irgendwann wurde und gar nicht mehr einschätzen konnte. Bis ich dann das war mal ein ganz intensiver Abend, ich weiß gar nicht mehr, was schon wieder der Auslöser war. Da saß ich auf der Bettkante und habe echt gedacht, okay, jetzt lieber sterben, als bei ihm zu sein. Das sind, Schließlich erstattet Vanessa Anzeige wegen Körperverletzung. Doch ihre Seele leidet durch den ständigen Psychoterror noch viel mehr. Ja, das sind Psychospiele. Oder wenn er saugt, dass ich mich nicht bewegen darf, weil ich könnte den Staub aufwirbeln. Ein einziges Mal antwortet Vanessa auf Daniels Briefe aus dem Gefängnis. Es ist etwa 6 Monate nach dem Säureanschlag. Ich danke dir dafür, dass du mir alles Gute wünschst. Doch wieder zu lieben wird schwer.
Daniel, wie konnte es so eskalieren? Der Mann, den ich lieben gelernt habe, ist an diesem Morgen mit mir verätzt worden. Wenn ich mir selbst Vorwürfe mache, sind es meistens so Fragen, hätte ich was anders machen können? Was wäre passiert, hätte ich ihn nicht kennengelernt? Hätte ich es, wo er so lieb war, wirklich der liebste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte, hätte ich da schon vielleicht so ein bisschen lauern müssen und sagen müssen, der ist ja doch zu nett. Die Medizinische Hochschule Hannover. Seit ihrer Entlassung muss Vanessa immer noch regelmäßig in das Krankenhaus zu Spezialisten. Vermutlich die nächsten 12 Jahre, schätzen ihre Ärzte. Am meisten Probleme bereitet Vanessa das Auge. Es ist durch die Säure geschrumpft und sorgt nicht mehr für den nötigen Druckausgleich. Die Folge: ständige Kopfschmerzen. Früher oder später muss das Auge raus. Sehr viel Geduld muss Vanessa für die Behandlung ihrer weggeätzten Hautflächen aufbringen. Dort transplantieren Ärzte nach und nach körpereigene Haut. Dabei geht es weniger um Kosmetik. Die Verletzungen beeinträchtigen den Alltag. Ich kann ja auch meine Lippen nicht einrollen. Das ist nicht möglich. Versuchen Sie es mal so zu machen. Schwierig, ne? Da fehlt also die. Also das Problem hängt ja damit zusammen, dass die Verätzungen eben bis zum Brustkorb gegangen sind und die Narbenplatte jetzt zieht. Ja. Und wir haben ja oben diese Stränge, die hier nach unten ziehen. Also da muss man was machen. Ne? 2 Dutzend Haut-OPs hat Vanessa bisher ertragen müssen. Allein in den ersten 3 Tagen nach dem Anschlag haben Professor Vogt und sein Team 8-mal operiert. Die Säure wirkt innerhalb von Sekunden. Die hat eben die Eigenschaft, sofort in Sekunden schnelle körpereigenes Eiweiß zu verändern, eben zu koagulieren. Das muss man sich vorstellen, wie wenn tierisches Eiweiß irgendwo gekocht oder gebraten wird, das verändert sich sofort, wird hart und führt dann eben zu einem Absterben. Also es ist noch sehr viel möglich. Es hängt natürlich davon ab, was Vanessa möchte. Also ihr Wille ist sozusagen uns Befehl und danach würden wir gehen. Die plastische Chirurgie hat unendlich viele Möglichkeiten, aber es hängt wirklich vom einzelnen Patienten ab oder von der einzelnen Patientin, was gewünscht ist. Ich habe noch eine persönliche Frage. Ich war auf der Intensivstation, bin ja gerade aufgewacht und Sie wollten sich zu mir rüber und meinten, toll, Frau Münstermann, was meinten Sie damit? Seit dem Ganzen immer. Als Sie aufgewacht sind, ich fand das Ergebnis fand ich toll. Also das einmal, dass Sie natürlich wach geworden sind, ja. So zeitnah und vor allen Dingen, dass die Gesichtssymmetrie doch noch so gut erhalten war zu dem Zeitpunkt. Das war unsere große Sorge, dass wir einen Teil dieser Transplantate nicht zur Einheilung bringen. Ich habe mich meistens immer nicht getraut oder es war nicht der perfekte Zeitpunkt und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Aber das ist eine Frage, die unbedingt beantwortet können. Das ist in meinem Kopf drin, 24 Stunden gewesen. Ja, das ist interessant. Ich meine, das hören wir häufig von Patienten, die aus der Narkose erwachen oder langen Dämmerschlaf, dass das erste Wort, was so gesprochen ist, immer haften bleibt. Sechzehn Tage liegt Vanessa damals auf der Intensivstation. Sie hat Glück, dass die plastische Chirurgie der Medizinischen Hochschule auf Brandopfer spezialisiert ist und auch verätzte Hautflächen in vielen Fällen wiederherstellen kann. Heute darf sich Vanessa ihr Zimmer anschauen, in dem sie vor gut einem Jahr gelegen hat. Dieser Raum war für mich viel größer. Das war ein Riesenraum. Das war ja auch die schlimmste Zeit in meinem Leben. Und gar nicht, weil ich lag. Es sind so die kleinen Dinge, die man dann. Also, das läuft jetzt wie so ein Film ab. Also, es ist so, dass ich einfach sehe, wie das erst meine Eltern reinkommen und sagen: Ja, ist alles gut. Und auch gerade jetzt dann sich selber die Frage zu stellen, ob es berechtigt ist, Daniel zu hassen. Ist es, wenn nur, weil er meinen Eltern geschadet hat?
meine Familie, meine Schwester. In den ersten Tagen nach dem Anschlag bangen die Ärzte um das Leben von Vanessa. Die Säure frisst sich tief in Mund und Hals. Vanessa droht zu ersticken. Außerdem sorgen die großflächigen Verätzungen immer wieder für Infektionen. Die Leber versagt zwischendurch. Die ganze Zeit stellt sich Vanessa nur eine Frage. Wie sehe ich aus? Im Dunkeln spiegelt man sich in diesen Scheiben. Und natürlich, man sieht sich nicht direkt wie in einem Spiegel, aber man kann es ja erahnen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da ist was dunkler. Da stimmt was nicht, das sieht anders aus. Direkt im Spiegel habe ich mich gesehen unten. Da habe ich, auf der Station 37 gibt es auch nicht wirklich Spiegel. Die haben sie auch abgehangen, ist ja klar, man geht ja dann darunter. Ich habe mich einfach auf eine andere Station geschlichen und habe da eine Toilette gesucht und wollte mit der Situation alleine sein. Weil einfach zu gucken, wie reagiere ich, was kommt dir dann in den Sinn? Und das mache ich eigentlich immer sehr gerne mit mir. Und ja, aber da war nur die Emotion, oh Scheiße. Hab's auch gar nicht richtig also angestarrt oder hab das nochmal geguckt, was ist jetzt betroffen, was nicht. Es war alles angeschwollen. Hab's dann gut sein lassen, weil ich in dem Moment natürlich verstanden habe, dass ich nichts ändern kann an der Situation. Vanessa liegt damals 2 weitere Monate im Krankenhaus. Erst dann darf sie nach Hause. Schmerzen und Medikamente gehören ebenso zum Alltag von Vanessa wie Momente der Trauer und Verzweiflung. Mehrmals in der Stunde muss sie allein ihr Auge befeuchten, weil es selbst keine Flüssigkeit produziert. Man hat Angst, niemanden mehr zu finden, der das akzeptiert, so auszusehen. Und das auch mit dem Auge. Es wird rausgenommen, ich werde ein Glasauge kriegen. Dieses muss man auch ein Stück weit lieben und mögen und auch attraktiv finden. Viele verstehen das nicht, aber ganz ehrlich, ich liege nicht mit einem Mann nackt im Bett und sage, du machst mich so an, weil du so einen tollen Charakter hast. Das gibt es nicht, das ist eine Lüge. Ich hätte gerne nochmal einen intimen Moment und das belastet. Vanessa hat im Elternhaus im oberen Stockwerk ihre eigene kleine Wohnung. Was gibt's zu essen? Ne? Eine Hühnersuppe. Sehr lecker. Mutter Silvia und Schwester Melanie versuchen ganz langsam wieder Normalität in Vanessas Alltag zu bringen. Früher hat Vanessa in der Tankstelle ihrer Mutter ausgeholfen, Kunden bedient. Gern würde sie wieder arbeiten, doch Körper und Psyche lassen es noch nicht zu. Sie geht auf ihre eigene Art damit um. Du kannst ja wie Werkstattern helfen. Warum wollt ihr mich verstecken auf der Tanke oder was? Bin ich der Glöckner jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Sagt er. Ja, kam gerade so rüber, sag mal ehrlich. Können wir hier Werkstatt, nicht mehr Tresen. Tut mir leid. Heilig. Oh, toll. Die ist immer noch meine Schwester. Ich kann trotzdem mit ihr Quatsch machen, ich kann mit ihr Selfies machen. Solche Sachen hatte ich Angst vor, so Kleinigkeiten. Geht das überhaupt noch? Kann ich sie schnappen und sagen, wir gehen mal raus, ein bisschen bummeln, geht das überhaupt noch? Und das macht sie alles noch. Und das macht sie auch gerne. Und nur sie ist für mich, in meinen Augen, ist sie stärker geworden seit der Tat. Vanessa und Melanie sind keine leiblichen Geschwister. Vanessa wurde adoptiert, als sie 1 Jahr alt war. Mit 18 erfuhr sie davon. Es ist eine ähnliche Lebensgeschichte wie die von Ex-Freund Daniel. Auch der gebürtige Brasilianer wurde schon als Kleinkind adoptiert. Der war freundlich und nett, zwar sehr flippig, aber jeder ist anders. Und in der Richtung hätte ich gar nicht gedacht. Dass im Gegenteil, er hat in meinen Augen einen weichlichen Eindruck gemacht. Die Justizvollzugsanstalt Sehende bei Hannover. Hier sitzt Daniel F. seine Strafe ab. Er wollte sich vor der Kamera zu seiner Tat äußern, doch die Gefängnisleitung untersagt ein Interview. Unsere Fragen beantwortet er dennoch, in Briefen. Den Überfall habe er gleich nach Vanessas Strafanzeige geplant, schreibt er.
Ich war so traurig und enttäuscht. Mache ich es kurz. Ich hatte WC-Reiniger zu Hause und durch Internet holte ich mir die Erkenntnis, dass sie wohl ätzend wirken soll. Denn ich wollte ihre Hässlichkeit, die sie im Herzen hat, nach außen bringen. Dass sie genauso aussehen tut, wie ihr Herz ist. Und zwar hässlich. Inzwischen liegt die Tat auf den Tag genau ein Jahr zurück. Vanessas Schicksal bewegt bundesweit. Die 28-Jährige bekommt Mails, Briefe und sogar Geldspenden von völlig fremden Menschen. Sie möchte etwas zurückgeben und gründet einen Verein für Opfer, die entstellt sind. Den Jahrestag des Anschlags nutzt Vanessa, um ihren Verein offiziell zu gründen. Sie lädt Reporter von Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen zu einer offiziellen Pressekonferenz ein. Man bereitet sich ein bisschen vor, was will man sagen, was für Fragen kommen. Also sind ja viele Journalisten da, hoffe ich zumindest. Aber was kommt, was interessiert sie überhaupt? Ist es doch eher der Verein oder ist es die Tat selber, die jetzt ein Jahr her ist? Oder sind es die Fragen, wie es mir geht, was habe ich gemacht, kommen überhaupt Leute? Um die Pressekonferenz kümmert sich eine professionelle Agentur. Einen erfolgreichen Start des Vereins möchte Vanessa nicht dem Zufall überlassen. Hallo, Vanessa. Hallo. Hallo. Über Vanessas Schicksal haben nach dem Säureanschlag Journalisten aus ganz Deutschland berichtet. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Seid ihr alle zufrieden? Und wie? Habt ihr Fragen oder soll ich sie gefragen? Ich glaube, vielleicht aus dem Vera, bitte. Also mich interessiert der Name entstellt. Weil das ausgezeichnet, ja, ausgezeichnet heißt der Verein. Ausgezeichnet? Genau. Ausgezeichnet von gezeichnet und dass man trotzdem ausgezeichnet aussieht, sozusagen. Ja? Genau. Ich bin zwar gezeichnet, aber ich bin dadurch ausgezeichnet. Nur weil ich anders bin. Jeder möchte besonders sein, aber nicht anders. Jeder hat Angst, anders zu sein. Aber das sind wir doch alle. Wir kaufen uns schicke Marken, um hervorzustechen. Ich steche so heraus. Ich habe ein halb verbranntes Gesicht. Na und? Ich fühle mich trotzdem schön. Ich mache mir trotzdem Lippenstift drauf. Obwohl, wie Sie sehen, ich über die Narben geschminkt habe. Das sieht man nicht weiß. Aber ich brauche das. Ich brauche das für mich. 18.000 Mal, das 18.000 Brandopfer jährlich. Ne? Viele haben uns jetzt in den letzten Wochen gefragt, wofür sowas eigentlich da ist, weil diese Art von Verletzungen ja gar nicht so offensichtlich sind. Dabei gibt es im Jahr 18.000 Brandopfer in Deutschland. Und daran sieht man eben, dass die Leute sich im Gegensatz zu Vanessa nicht öffentlich zeigen, weil sie nämlich Angst haben, weil sie sich nämlich schämen und weil sie zu Hause bleiben, wie sie immer sagen. Und ein Ziel dieses Vereins ist eben auch, die Leute aus der Anonymität zu holen. Seit Gründung ihres Vereins für entstellte Menschen hat Vanessa eine Aufgabe, die sie erfüllt und ablenkt. Den Anstoß dazu hat ihr Alessandra aus Hövelhof bei Paderborn gegeben. Sie hat ein ähnliches Schicksal erlebt und Vanessa Mut gemacht. Hallo. Wie geht's? Komm rein. Hier, die habe ich auch noch gefunden. Von der Intensiv. Knapp 1,5 Jahre vor Vanessas Anschlag wurde Alessandra mit Säure überschüttet. Auch hier war es der Ex-Freund. Ihre rechte Gesichtshälfte war vollständig verätzt. Bis heute wurde Alessandra 12-mal operiert. Auch dies hier, diese Zeit war auch schlimm. Da haben sie mich auch notoperiert sofort, morgens früh. Was passiert? Das ist das Alter, die Infektion, siehst du das? Da kommt das ganze Alter raus. Ich habe das selber in der Nacht gerochen. Ich bin davon wach geworden. Und irgendwann sagte meine Mama, du riechst so komisch. Ich sage, ich weiß. Ja, aber ist ja nicht betroffen. Nee, Gott sei Dank nicht. Obwohl ich noch hier gesagt habe, wie der Rettungsdienst kam, dass mein Mund anschwillt. Es schmeckt alles so, ja, als wenn du Schwefel riechst. Genauso schmeckte das auch. Was Diesen war das Geschmack, bei dir? Schwefelsäure. Ja, aber was war das? Das haben sie nie richtig festgestellt. Die meinten angeblich aus der Autobatterie. Alessandras Ex-Freund sitzt im Gefängnis. Noch 6 Jahre lang. Doch aus Angst hat die 41-Jährige schon jetzt ein Annäherungsverbot beantragt. Das hört sich jetzt
makaber an, aber es ist tatsächlich so, man zieht auch positive Dinge daraus. Es geht bei der Einstellung schon los. Die Einstellung, die man zum Leben hat. Man lebt das Leben ganz anders. Gewisse Dinge, die sieht man ganz anders. Dinge, wo man sich vorher drüber aufgeregt hat, da denkt man heute gar nicht mehr drüber nach. Ich hätte nie im Leben dran geglaubt, dass ich heute wieder hier so sitzen darf. Und ich wollte ihr dieses Gefühl schenken. Gib nicht auf, das wird. Klar dauert das. Ich sah genauso aus. Aber es wird, weil wenn du dann da liegst, gerade als Frau, du bist im Eimer. Du bist entstellt. Was, du bist immer ein Mann? Du bist im Eimer. Ach so, ich dachte, du bist immer ein Du bist Mann. Entstellt. Du wirst nie wieder. Und dieses Gefühl wollte ich ihr wegnehmen, weil das ist brutal. Das ist wie ein schlechter Horrorfilm für eine Frau. Ich hätte sie am Anfang gebraucht. Weil, wenn ich dir erzähle, so das und das mit meinem Auge, dann verstehst du, ja, das ist passiert, aber du verstehst es auch noch mal emotional, weil du es erlebt hast. Und ich rede so oft mit meiner Familie und mit meinen besten Freundinnen. Sie verstehen es, aber es kann niemand nachvollziehen. 3,5 Jahre nach der Tat ist Alessandra auf einem guten Weg. Aber noch lange nicht am Ziel. Hier, so siehst du das zum Beispiel, wie die Haut spannt, wie das Gesicht zieht. Siehst du das? Mach mal so. Ja. Deswegen brauche ich den Schnitt hier unten nochmal. Das wird schon so eine Befreiung sein. Guck mal, wie das aussieht. Das geht weg. Das fällt weg. Das hatte ich hier auch. Aber das meine ich mit diesem Dinosaurier. Tada. Mich? Alessandra will Vanessas Verein unterstützen und entstellten Opfern helfen, möglichst schnell wieder am Leben teilzunehmen und sich unter Leute zu trauen. Man hat heute so viele Möglichkeiten. Schminke, klar, ein bisschen teurer wie normale. Ich kann nicht eben mal in Rossmann reingehen oder irgendwo mir da irgendeine Schminke kaufen, bringt mir nichts. Mache ich drauf, 10 Minuten ist es runter, weil die Haut ja auch ganz anders ist. Klar ist das, muss man da mehr ins Portemonnaie greifen. Aber es geht, ich fühle mich wohl und ich bin schon so vielen Menschen begegnet, die gar nicht wissen, wer ich bin und die haben es nicht gesehen. Und das baut natürlich dann noch mehr auf. Ihre Narben sind viel schöner, sind viel glatter und ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Natürlich probiert man das aus. Ich habe von Kryolan jetzt Theaterschminke mir bestellt. Ich kriege die Narben, die Rötung damit weg, definitiv. Ich fühle mich aber damit, als wenn ich mir selber fremd gehe. Ich kann es nicht, ich werde mich nicht schminken. Wie man sieht, ich trage roten, knallroten Lippenstift, ich schminke meine rechte Hälfte genauso wie früher. Aber das mit dem Make-up kommt nicht in Frage, weil das ist gewollt und nicht gekonnt. 6 Wochen später. Vanessa muss wieder in die medizinische Hochschule, zum Augenarzt. Hallo. 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 Was führt Sie zu uns? Ich glaube, ich habe einen Riss. Entweder ist es die Kontaktlinse oder ist es die Onion. Es kann auch sein, dass ich hoffe, ich irre mich. Und wann haben Sie das bemerkt? Heute Morgen beim Saubermachen. Mhm. Kann auch sein, dass sich vielleicht irgendwas drunter gebildet hat oder drüber war. Kann ich mal nach vorne kommen, bitte. Was sehen Sie denn im Moment? Das Licht sehen Sie. Nein, das war's. Also ich kann gar nichts mehr erkennen. Auch keine Helligkeit? Nein. Heute ist zum Glück nur die Schutzlinse im verletzten Auge gebrochen. Gut. Mhm. Vanessas Augenhöhle ist völlig verätzt. Das Auge hat kaum noch Halt und hängt nur noch an wenigen Fäden. 3-mal haben Ärzte bisher in Notoperationen provisorisch Löcher gestopft. Selbst ein Glasauge würde kaum Halt finden. Im schlimmsten Fall müssten Ärzte ein unbewegliches Ersatzauge auf dem Lid anbringen. Solche Säureverletzungen sind in Europa eher selten. Deshalb suchen Dr. Carsten Hufendieck und sein Team weltweit nach einem erfahrenen Chirurgen. Planung wäre, um dieses Problem zu umgehen, dass man körpereigenes Fettgewebe dorthin transplantiert als Platzhalter. Dieses Fettgewebe hat eben die körpereigenen Eigenschaften, hat auch eine entsprechende Fähigkeit, sich wieder mit Blutgefäßen zu versorgen und soll im Idealfall dann an den Augenmuskeln oder an dem, was von den Augenmuskeln noch funktioniert, anwachsen, sodass es im Idealfall auch ein beweglicher Untergrund für eine aufgesetzte Augenprothese wäre.
Gerade die Operation, die ansteht, die Amputation, die belastet mich total. Man merkt es, ich bin manchmal auch ungehalten, sehr depressiv auch dadurch. Gerade heute, wenn man mir erzählt, ja, das kann starr bleiben, das Auge. Natürlich die Hoffnung, dass es nicht ist. Für eine 28-jährige junge Frau ist das nicht der Wunsch, ne? Und natürlich, die Angst ist da. Zudem plagen Vanessa finanzielle Sorgen. Sie bekommt etwas Opferhilfe und eine Minirente, vorerst begrenzt auf 2 Jahre. Zum Leben reicht das nicht. Um ihr Taschengeld etwas aufzubessern, bewirbt sie sich heute in Berlin. Hättest du mich jetzt vor einem Jahr gefragt, bewirbst du dich in einer Modelagentur, hätte ich gelacht. So. Und diesen Außenseitermodel, also natürlich, mal gucken, was ich machen muss. Was bedeutet das, ein Außenseitermodel zu sein? Ja, da bin ich aufgeregt. Entspreche ich den Erwartungen? Bin ich denn hässlich genug? So, im Grunde genommen. Hallo. Hello. You are Vanessa, ja? Yeah? Genau, Vanessa. Okay. You speak English? Nein, leider nicht. No, I bet you do. Nein, gar nicht. But you understand English? Also ich verstehe ein bisschen. Ah, then kein Problem. Okay. Mein Deutsch ist scheiße. Also, it's egal. It's okay then, we can get along. So, you want to sign with Misfit Models today? Yeah. Okay, if you'd like to sit here, just move the cat. I need to have a variety. Die Models von Dale Keynes müssen nicht schön, sondern ungewöhnlich sein. Seine Kunden wünschen das Extreme. Der Agenturchef vermittelt zum Beispiel Jobs für Werbung oder Spielfilme. Now this is my smallest model, Ines, at 1 meter. Oh. And I have models at 2 meter 10. Let's go. Rund 300 Models hat Dell unter Vertrag. In seiner Kartei wäre Vanessa das einzige Säureopfer. Die Jobs sind zwar gut bezahlt, dafür aber selten. In der Mode zählt meist das Schönheitsideal. If you do that pose, yeah? Great. Oh yeah. Little smile. Okay. Cool. Natürlich wäre das was, was anderes zu machen, endlich etwas vielleicht auch in seinem Leben zu erreichen, dieses Gefühl, ich werde gesehen. Und wenn ich dadurch noch mich fokussieren kann, mein Geld damit auch noch machen kann und dann. Also das ist ja wieder ein Rattenschwanz. Ich könnte ausziehen, ich könnte meine eigene Wohnung haben und ich habe es alleine geschafft. Also ich habe es alleine geschafft, mich auf den Beinen wieder zu stellen. Das wäre das, was ich so hoffe. 1,5 Jahre nach der Tat haben Vanessas Ärzte für ihr Auge endlich einen Spezialisten gefunden. Ein Chirurg aus Denver will die schwierige Operation durchführen und das Auge entfernen. Ich freue mich, weil dann endlich die Schmerzen aufhören. Dann ist es so, das Aussehen, also die Ästhetik spielt eine ganz große Rolle. Ich bin froh, wenn es endlich draußen ist, weil es geht fast gar nicht mehr richtig mit. Ich schiel, also ich sehe das ja auf Bildern. Dann, ja, eigentlich erleichtert, aber natürlich auch Angst, dass was schief gehen könnte. Die OP soll im 600 Kilometer entfernten Tübingen stattfinden, in einer der modernsten Augenkliniken Europas. Heute will sich der Professor aus den USA erstmal ein Bild von Vanessas Zustand machen. Zuvor wurde sie den ganzen Tag durchgecheckt. Hallo, mein Spatzi. Wie immer am Wachen, mein Schatz. Ich liebe dich, mein Engel. Hallo, mein Spatz. Schön, dich zu sehen. Also erstens. Das Hotel hast du reserviert, das ist prima. Ach, du warst schon da? Ja, bin Sachen abgeliefert. Hotel, sagt er. Und dann musst du mir jetzt erzählen, mein Schatzlein, was sie gesagt haben. Weil du hast ja mit Sicherheit schon Untersuchungen. Ja. Bei dem Professor warst du nicht. Beim Professor? Ja, der das macht, der Amerikaner. Nee, da kommst du jetzt gleich mal mit, 4:16:30. Das passt ja, mich ja pünktlich. Für Vanessa ist es der wichtigste Arzttermin seit dem Anschlag. Um seiner Tochter beizustehen, ist Martin Münstermann extra nachgekommen. Einer aus Familie oder Freundeskreis ist immer an Vanessas Seite, wenn sie mal wieder ins Krankenhaus muss. Das Püppchen wurde ja nun entstellt.
und diese Narben sind da, also wird man ständig daran erinnert, logischerweise. Und es wird ja auch nie wieder anders werden. Aber das von heute bzw. morgen mit der OP, das ist für mich schon einschneidend, weil das geht ums Auge. Das Auge ist eigentlich mit das Wichtigste, was wir Menschen besitzen. Und dass das unbedingt rausgenommen werden muss. Wir hatten ja immer noch gehofft, es würde sich irgendwie erholen, aber hat natürlich geklappt. Also es ist schon ein sehr, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis wieder hier. Es kann ja sein, dass er sagt, okay, die Augenhöhle ist jetzt so verätzt, jetzt geht da keine Blombe rein. Oder da, die Augenhöhle bleibt leer. Also ich glaube, das wäre jetzt so das Schlimmste, dass da vielleicht gar keine Prothetik reinkommen könnte. Ja, also jeder sagt auch hier was anderes. Also ich bin bei zig Ärzten schon gewesen. Ich glaube, dass das einfach mega kompliziert ist mit mir. Ja, also wirklich das Schlimmste wäre, wenn sie sagen, da ist nichts mehr zu machen, das bleibt leer. So, ja. Davor habe ich mega Angst. Frau Münzmann? Der Professor hat Vanessa bisher nur auf Fotos gesehen. Gleich wird er entscheiden, ob er sie operieren kann. Die wollen mein Auge nicht ganz rausnehmen oder das ausweiden. Wir reden gleich nochmal mit dir, ne? Okay. Ich denke mir. Wenn du es hier reinsetzen, kann du ganz alleine machen, aber das, wenn ich rede dann mit denen. Okay, ich frage die Frau Dr. B. schon mal, wie sich das jetzt verhält. Hm? Okay. Was ist das Problem, Vanessa? Kannst du das vielleicht nochmal erzählen? Die gucken jetzt, ob diese Prothetik, diese Glasprothetik reingeht. Ja, wenn nicht, wissen wir nicht, was wir machen. Dann ist das die Angst, die ich hatte, dann bleibt das Auge leer. Also das ist eine ganz blöde Sache wieder, weil das wieder so eine Art, naja, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und so ist das schon das ganze Jahr. Das zermürbt. Ich will wissen, was passiert. Was ist, wenn ich darauf jetzt reagiere? Und außerdem ist das Narbengewebe. Ich werde darauf reagieren. Vielleicht, also ich, es ist eine Reibung. Natürlich, das ist eine reine Tortur. Überlegt, nicht zu operieren. Einfach hinsichtlich, es könnte zwar weiter schrumpfen, aber irgendwann wird es sich stabilisieren. War für mich nie eine Option. Sie haben mich dreimal gefragt, ist das meine Entscheidung, wie ich mich entscheide. Sie können mir nichts versprechen. Sie hat dann auch mir noch ein paar Sachen erklärt und sagt, ja okay, dann versuchen wir das einfach. Weil wie oft wurde ich schon weggeschickt? Der nächste Morgen. Vanessa ist gleich als erste Patientin dran. Die Nacht vor der OP hat sie kaum geschlafen. Immer wieder denkt sie an den Säureanschlag. Also es wird ja eine Tortur wieder. Ich werde wieder an Schmerzen leiden. Und er sitzt zwar in seiner Zelle, kriegt morgens, mittags, abends Frühstück. Er hat aber nichts auszustehen an sich. Ja, dann werde ich wütend. Also dann kommen Hassgefühle richtig hoch. Klingt zwar böse, aber das sind die Gedanken, die man hat. Verabschieden Sie sich von ihr. Ja, sag mich nichts. Bis nachher. Bis nachher. Okay. Ja. Benimm dich. Na gut. Drei Stunden lang operiert der Spezialist mit seinem Team und entfernt das verätzte Auge. Ob die OP erfolgreich war und Vanessa ein bewegliches Kunstauge bekommen kann, wissen die Ärzte erst in einigen Wochen. Wie geht's? Gut, danke. Alles gut überstanden? Ja. Gut. Keine Schmerzen? Nein, überhaupt nicht.
Der Täter hat sich nie bei Vanessa entschuldigt. In seinem Prozess klagte er stattdessen über Albträume, die er aufgrund der Tat hatte. Inzwischen träumt er schon von seiner Zeit nach dem Gefängnis. Durch die Medien, die über mich berichteten, ist eine Dame auf mich aufmerksam geworden. So viel kann ich sagen. Dass wir uns Ende des Jahres verloben und nach der Haftzeit wollen wir auf einem Anwesen der Familie heiraten. Erst 2 der insgesamt 12 Jahre hat der Täter abgesessen. Den Tag seiner Entlassung fürchtet Vanessa jetzt schon. Auf die Frage, ob er Reue zeigt, schreibt uns Daniel F. Ich habe mich durch die Tat verändert. Aber Vanessa Münstermann ist immer noch vom Verhalten wie vor der Tat. Sie erzählt gerne Unwahrheiten. Wenn man mich zu diesem Zeitpunkt fragen würde, ob ich denke, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann wäre meine Antwort nein. Drei Monate sind vergangen. Nachdem Vanessas Auge in der Uniklinik Tübingen entfernt wurde, mussten die Ärzte noch einmal operieren. Inzwischen ist Vanessa wieder in Hannover. Meine Wunschprothese ist jetzt drin, in schwarz. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist ein Gefühl der Unabhängigkeit. Ich kann aufstehen und machen, was ich möchte. Nicht in der Gefahr zu leben, wieder jede 10 Minuten ins Krankenhaus zu müssen, weil dieses Auge platzen könnte. Dann ist das Implantat auch noch gut angewachsen. Jetzt formen wir ein bisschen an der Optik rum, was für mich ja kein Kummer mehr ist. Das ist prima, das ist super, das ist einfach... Also wie gesagt, ich kann es nicht beschreiben, was das für mich bedeutet hat, dass das jetzt auch noch angegangen ist, das Auge, dass ich meine Wunschprothese drin habe. Ja, Erfolgserlebnis. Vanessa hat den Albtraum überstanden, sagt sie. Ihre Schmerzen, aber auch ihre Zukunftsängste sind schneller vorbei, als sie sich je erträumt hätte. Ich habe jetzt einen neuen Partner. Wie man um meinen Hals erkennen kann, habe ich auch eine schöne Kette von ihm erhalten. Das erste Mal, dass ich von einem Mann Schmuck bekommen habe. Vielleicht klingt das traurig, ist aber leider so. Also es hat sich viel verändert. Dass ich nach Hause komme und er gerade die verbrannte Gesichtshälfte abkürzt und trotzdem liebt. Dass ich nach Hause komme und mich fühle, als wenn ich gar nichts habe. Als wenn es Daniel nie gegeben hätte. Ich glaube, das hätte vor einem halben Jahr keiner von uns gedacht. Vanessas Freund ist ihre ehemalige Jugendliebe. Kurz nach Ende unserer Dreharbeiten wird sie von ihm schwanger.